Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, wir sind hier im vermutlichen Wald, hinter uns ist eine ganze Monsterarmee. Ich möchte gerne hier ein bisschen trainieren, ehrlich gesagt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier auch einen Bug, so wie es mir scheint. Denn bei jedem Kampf fallen wir in die Trance. Und das gefällt mir gar nicht. Ehrlich gesagt, das gefällt mir ganz und gar nicht, weil das Spiel Spaß nimmt natürlich sehr ab. Jetzt habe ich natürlich große Sorge, dass das so bleibt, weil das wird mir überhaupt nicht passen. Ganz ehrlich gesagt. Aber das Schöne ist, im letzten Part hat Vivi schon seine Fähigkeit Feuer erlernt. Das ist ganz, ganz gut. Jo. Jetzt könnten wir dafür sorgen, dass er endlich Blitz dann wieder einsetzt. Die ist weiter unten, glaube ich. Bam! Jo, bei den anderen geht das Ganze halt ein bisschen langsamer, weil die halt pro Attacke eben diese Bonus kriegen. Das nimmt doch nimmer ab. Der volle Bug. Das ist gerade voll lustig. Yeah, wup, 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 wup. Level up. Yeah. Achso, halt, stopp. Ich glaube, jetzt habe ich einen Blödsinn gemacht. Das wollte ich gerade nicht. Wobei, es macht so eh keinen Spaß, ehrlich gesagt, mit Kämpfen. Ich bin wirklich schon am überlegen, ob ich da abhau. So, da haben wir den Blitz. Das ist gerade echt voll lästig. Kachanga. Sehr gut. So, da geht's auch. Da kann man auch bis ewig kämpfen. Glaube ich. Oder zumindest fast ewig. Das ist gerade echt übel. Also. Ja, es bleibt einfach so, ne? Ist gerade nicht super. Ich würde echt interessieren, was das immer auslöst. Ja, sicher. Jawohl, das erste Ungeziefer ist erledigt. Falsch. Immer schön das hier. Da tun wir mal, keine Ahnung, Angriff wäre schlechter, aber du bist abwehren, ist besser. Du könntest auf Angriff gehen. Ja,
schön. Jawohl, viermal Level Up. Ich glaube, da habe ich jetzt gerade Blödsinn gemacht. Dann gehen wir halt weiter, ist ja wurscht, oder? Ja, welchen Blödsinn gemacht? Was ist los? Irgendwas stimmt mit dem Wald hier nicht. Und ob was mit dem Dreckswald nicht stimmt, schlimmer kann es doch nicht mehr werden, oder? Der Wald verfolgt uns. Blank, kümmere dich um die Prinzessin. Hier geht alles den Bach runter. Hey, was hat er denn vor? Der arme Blank. Elender Sturkopf. Blank. Ob es der Prinzessin bald wieder besser geht? An allem ist nur dieser Kerl schuld. Ein Freund opfert sich für ihn, aber er verzieht keine Miene. Kerl, du bringst mich auf die Palme. Prinzessin? Steiner? Ihr habt mich gerettet? Euch selbst unter Einsatz meines Lebens zu beschützen, Prinzessin. Das ist die Aufgabe eben von diesem Steiner, der hier vor euch steht. Hey, meine überragenden Fähigkeiten und die Schwarzmagie von Vivi, ja genau, so war das, waren es, die dich gerettet haben. Ich stehe tief in eurer Schuld. Im Fall von Meister Vivi ist das gewiss etwas anderes, aber diesem Kerl gegenüber steht ihr sicherlich in keinerlei Schuld. Und überhaupt, hättest du die Prinzessin nicht entführt, dann wären wir nie in diesen Schlamassel hineingeraten, du Lump. Sich danach als heldenhafter Ritter aufzuspielen, das schlägt dem Fass ja wohl den Boden aus. Kerl, wenn wir erst mal im Schloss sind, dann hängst du, Steiner! Ich habe Alexandria aus freien Stücken verlassen. Ja, genau. Wir kamen zwar, um sie zu entführen, aber vielmehr sollte man sagen, dass sie sich uns anschloss. Prinzessin, ist das denn wahr? Es ist so, wie er sagt. Also, da du ja jetzt den Durchblick hast, sei brav und und lass uns gehen, Alter. Ich denke, du weißt über den Fluch des Nebels Bescheid, oder etwa nicht? Über die Monster, die aus dem Nebel kommen? Über die giftige Wirkung des Nebels? Wir müssen die Prinzessin auf der Stelle von so einem verwunschenen Ort wie diesem hier wegbringen. Das kannst du vergessen, Alter. Nur weil sie die Augen aufgemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass sie wieder
gesund ist. Habe ich nach deiner Meinung gefragt, oder was? Und wo, bitteschön, willst du durch die Nebelschicht? Die Gegend hier ist inmitten einer tiefen Schlucht. Noch nicht bemerkt? Und sowohl das Süden als auch das Nordentor sollten im Moment ja gesperrt sein, oder? Verdammt, er hat mich schon wieder. Tja, was ist jetzt... was ist denn nun? So. Oh, dieser Kerl. Die Prinzessin ist noch schwach und kann kaum laufen. Und du machst auch nicht den frischesten Eindruck. Sich geschwächt und ziellos auf den Weg zu machen, ist das denn nicht noch viel gefährlicher? Muss ich mich von dir herumkommen? Steiner! Wessen Aufgabe ist es, die Prinzessin zu beschützen? Selbstverständlich meine Aufgabe. Die Aufgabe eines königlichen Ritters. Ja, schon gut, schon gut. Bis die Prinzessin wieder vollständig genesen ist, ist es meine Aufgabe, über sie zu wachen. Na prima, dann sind wir einer Meinung. Wir müssen uns hinlegen. Wir müssen uns überlegen, wie wir nach oben gelangen. Nach oben. Kannst du schon wieder laufen? Mhm. Dank der Medizin, die ihr mir gegeben habt. Was ist überhaupt geschehen? Nachdem wir dieses Riesenmonster im Wald fertig gemacht hatten, ging plötzlich alles drunter und drüber. Ich habe gehört, dass euer Freund sich geopfert hat, damit wir aus dem Wald entkommen konnten. Blank ist sein Name. Wir müssen ihn schnell irgendwie herausholen. So leicht geht das aber nicht. Wir haben nichts, um die Versteinerung aufzuheben. Soll das heißen, er ist für uns? Nein, die Versteinerung kann man bestimmt wieder aufheben. Wenn wir bald hierher zurückkehren, ist es noch nicht zu spät. Aber jetzt können wir nichts anderes machen als gehen. Laut der Karte, die wir von Blank haben, befindet sich südlich des Waldes eine Höhle. Vielleicht können wir ja von da aus die Nebelschicht durchstoßen. Hast du Angst, Garnet? Keine Angst, ich bin ja bei dir. Der strahlende Ritter in Not. Uwa, was kommt da? Monty, einen Moment, Kubo. Ich wohne ja schon seit 20 Jahren im verwunschenen Wald, aber ich habe noch nie jemand lebend aus ihm herauskommen sehen. Wahnsinnig, Kubo. Ihr seid ganz schön stark, Kubo. Aber bloß nicht übermütig werden, Kubo. Da draußen warten noch viel schlimmere Gegner auf euch, Kubo. Bevor ihr in die große weite Welt hinausgeht, geht zu Mockmeier. Der weiß Bescheid, Kubo. Mockmeier? Mockmeier, erleuchte uns. Mockmüller. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kubo? Na logisch, Kleiner. Also sperr mal deine Lauscherchen auf. Heute haben wir sogar seltene Gäste. Da werde ich mich besonders ins Zeug legen. Und? Was wollt ihr diesmal wissen? Über das Hilfefenster vielleicht? Im Menü. Mit der Bratze. Angezeigt, drückt einfach die 1-Taste und ich bin sofort da. Danach drückt wieder die 1-Taste und ich verschwinde ganz schnell wieder. Ja, ja. Ich habe nämlich auch soziale Verpflichtungen. Über den Kampf. Dann erstmal die Grundsteuerung im Kampf. Grundsteuerung im Kampf, Teil 1. C, X, C, W, V, B. Also so. X, C, V und B. Die brauchen wir alles. Also X steht für bestätigen, C für abbrechen, V für Charakter überspringen und B gedrückt halten, um Menü auszublenden. Grundsteuerung im Kampf Teil 2. G und H umschalten auf Einzel oder Gruppe. Dann haben wir Pause, 1 Hilfe, ein- und ausblenden.
Nun Erklärung zum ATB. ATB steht für Active Time Battle und lässt den Kampf in Echtzeit ablaufen. Im Normalmodus kann dieser unter Option ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ja. ATB-Modus, Echtzeit, alles geschieht in Echtzeit, verzögert beim Wählen von Zaubern oder Items wird die Zeit angehalten. Unerfahrene sollten verzögert und erfahrene Spieler Echtzeit wählen. Und noch ein paar Dinge zu den Schadenspunkten. Ändert sich während eines Kampfes der HP- oder MP-Wert, werden Zahlen oder Symbole eingeblendet. Je nach ihrer Farbe haben sie auch einen anderen Effekt. Schadenspunkte 9999 bei Änderung der HP-Werte. Weiß bedeutet Abzug, grün bedeutet Heilung. 9999 MP bei Änderung der MP-Werte. Weiß bedeutet Abzug, grün bedeutet Heilung. Schadenssymbol. Verfehlt bei fehlgeschlagenem Angriff Crit. Kritisch bei erlittenem kritischen Schaden. Tod bei sofortigem Tod. Schutz bei Aufhebung von Zustandsveränderungen oder elementaren Angriffen. Zu guter Letzt noch ein paar Ratschläge zur Position. Die Position beinhaltet zwei Aspekte, die Reihenfolge und die Aufstellung der Charaktere im hinteren oder vorderen Reihen. Die Reihenfolge hat keine große Auswirkung auf das Kampfgeschehen, aber die Position in der hinteren oder vorderen Reihe umso mehr. Hintere oder vordere Reihe, vordere. Beim Kommandoangriff wird dem Gegner größeren Schaden zugefügt, allerdings ist dann auch der Elitenschaden meist größer. Hintere, beim Kommandoangriff wird beim Gegner ein geringerer Schaden zugefügt, der erlittene Schaden bleibt dabei auch klein. Das dürfte unsere Stoffis gut interessieren. Dies kann unter den Menüoptionen Position geändert werden. Während des Kampfes kann mit dem Kommandowechsel der jeweilige Charakter in die hintere oder vordere Reihe verschoben werden. Bei Zauberangriffen oder bei Waffen mit hoher Reichweite erteilt man aus der hinteren Reihe ebenso hohen Schaden wie aus der vorderen. Ahaha, okay. Die Formation sollte je nach Situation geändert werden, das ist der Trick. Und, hast du das Kampfsystem so einigermaßen verstanden? Ei, Captain. Alter Schwede. Über die Abilities. Abilities sind sozusagen besondere Fähigkeiten, die in jedem Charakter schlummern. Diese Fähigkeiten sind unabdingbar, um einen Kampf erfolgreich zu bestreiten. In dieser Welt gibt es unzählige Abilities, aber sie werden im Allgemeinen in zwei Kategorien eingeteilt. Die verschiedenen Abilities. Ability-Name, Action-Ability. Verbraucht für angewendete Zauber- oder Spezialtechniken MP. Ability-Name, Hilfs-Ability. Eine besondere Fähigkeit, die den Kampf unterstützt. Allerdings müssen dafür Magiesteine angelegt werden. MP werden bei jeder Anwendung von Zaubern oder Spezialtechniken verbraucht. Bei jedem Level-Up erhöht sich der Maximalwert. Die Magiesteine werden von einer mysteriösen Kraft beseelt, ohne die keine Hilfs-Abilities genutzt werden können. Bei jedem Level-Up erhöht sich die Anzahl der Steine. Die verbleibende Anzahl und die maximale tragbare Anzahl der Steine wird im Menü angezeigt. Magiesteine. Rest. Bei Anlegen einer Hilfsability verringert sich die Anzahl. Achso, 99 von 99. Maximal, jawohl. Bei jedem Level absteigt die Anzahl. Okay. Den entsprechenden Magiestein kann man im Normalmodus unter der Menüoption Ability anlegen. Super. Bei Anlegen eines Magiesteins wird der Charakter mit der Hilfsability ausgerüstet und bei wiederholter Bestätigung die Hilfsability wieder abgelegt. Gleichzeitig ändert sich auch die Anzeige innerhalb der Menüs. Ability Status. Ability Name nicht ausgerüstet. Ability Name ausgerüstet. Wie erlernt man diese Abilities? Im Prinzip erhält man die Abilities mit der jeweiligen Ausrüstung. Jede angelegte Ausrüstung weckt eine besondere Fähigkeit, die in dem Charakter schlummert. Steht also die angelegte Rüstung mit dem Charakter im Einklang, erhält dieser eine neue Ability. Ob der jeweilige Charakter die entsprechende Ability erlernen kann, ist unter der Menüoption Anlegen feststellbar, indem man ihn mit dem entsprechenden Gegenstand ausrüstet. Die nicht erlernbaren Abilities werden alle in einer dunklen Schrift angezeigt. Erlernbare Abilities. Ability Name erlernbar, Ability Name erlernbare Abilities. Und wenn sie grau eben sind, dann eben nicht.
Nach Anlegen einer Rüstung kann die Ability sofort verwendet werden. Nach Ablegen geht diese wieder verloren. Eine Ability kann man ebenfalls erlernen, indem man im Kampf genügend AP sammelt. Die AP-Leiste, Ability-Name, eben das sind die Sternchen, die wir ja schon mal gesehen haben. AP-Leiste voll, Ability kann ohne jeweilige Ausrüstung ausgeführt werden. Ability-Name 50 von 100 und so. AP-Leiste nicht aufgefüllt, Ability kann ohne jeweilige Ausrüstung nicht ausgeführt werden. Genau. Unter der Menüoption Status kann mit der X-Taste eine Liste der erlernbaren Abilities aufgerufen werden. Die nötigen AP variieren je nach Ability. Wichtig ist also, Abilities zu wählen, die dem Charakter angemessen sind. Jesus na, über die Trance. Sich in Trance zu versetzen bedeutet im Kampf eine Mutation durchzumachen. Im Trance-Zustand sprüht man nur so vor Kraft. Ja, das haben wir mehrmals jetzt gesehen. Meistens steigert die Angriffskraft des Charakters und oder er erhält neue Kommandos. Sogar sein Aussehen verändert sich radikal. Also hier einige Details, was die Trance betrifft. Die Trance, der Trance-Zustand. Die Trance-Leiste füllt sich bei jedem erhaltenen Schaden. Nein, das ist immer schon da. Angriffe innerhalb der Gruppe füllen die Trance-Leiste nicht. Aha. Verfällt man in den Zombie-Zustand, sinkt die Trance-Leiste wieder auf Null. Ist die Trance-Leiste gefüllt, erreicht man den Trance-Zustand. Ja, ich hoffe, das funktioniert ab jetzt. Trance aufheben. Kampf wird beendet. In dem Moment sinkt die Trance-Leiste wieder auf Null. Trance-Leiste sinkt auf Null. Im Trance-Zustand verringert sich die Leiste mit jeder Handlung. Angriffe auf den Gegner werden alle von Hass und Zorn geleitet. Diese negative Energie ist die eigene Kampfkraft zu verwandeln. Diese negative Energie in die eigene Kampfkraft zu verwandeln, das ist die Trance. Deswegen ist es sinnlos, Mitglieder aus der eigenen Gruppe anzugreifen. Gerüchten zufolge soll es auf dieser Welt eine Ability geben, die es erleichtert, in den Trance-Zustand zu verfallen. Aha! Diese Trance-Leiste kann sowohl im Kampf als auch im Normalmodus unter Status eingesehen werden. Und noch etwas, nicht jeder kann den Trance-Zustand erreichen. Wie soll man sagen, es können nur die Auserwählten in den Trance-Zustand fallen. Ich habe davon ja selbst nur gehört, aber es noch nie gesehen. Ja, dann über das Zeigefinger-Icon. Während des Spielverlaufs werdet ihr an Orte kommen, die absolut verdächtig aussehen. In so einem Fall erscheint über dem Kopf ein Hilfe-Icon. Aha, okay. Wenn ihr dann die X-Taste betätigt, werdet ihr womöglich eine große Entdeckung machen. Also, ausprobieren lohnt sich. Auf dieser Welt gibt es auch Orte, an denen man sich immer wieder verläuft. Wenn ihr euch einmal verlaufen habt, wird euch der Zeigefinger bestimmt euren jetzigen Aufenthaltsort verraten. Also, wenn ihr euch verlaufen habt, 1-Taste drücken. Das Hilfe-Icon wird nach einer bestimmten Zeit von selbst verschwinden, aber ist mit Drücken der 1-Taste immer wieder aufrufbar. Übrigens kann im Normalmodus unter Option das Einblenden ausgeschaltet werden. Über die Mogris, die speichern. Überall auf dieser Welt befinden sich Kameraden von mir. Wenn ihr also mal Probleme haben solltet, dann fragt sie einfach mal, sie können euch bestimmt helfen. Hier einige Möglichkeiten, wie sie euch weiterhelfen können. Der Speichermogli. Speichern Spielstand, speichern Zelt. Item Zelt wird benutzt, heilt MP und HP der Gruppe und hebt manche Zustandsveränderungen auf. Mognet. Briefe zustellen. Im Großen und Ganzen wäre es das. An manchen Orten kann das Zelt nicht aufgeschlagen werden oder das Speichern ist nicht möglich. Aber so ist das Leben. Bei Bestätigung der P-Taste im Weltmodus wird euch jederzeit Mogius zu Hilfe eilen. Er ist zwar immer für euch da, aber übertreibt es nicht, sonst rastet er noch aus. Super, wir sind fertig. Chefchen weiß echt viel, Kubo. So ist es. Hui. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich euch diese Flöte, Kubo. Mogris, Flöte erhalten. Mit dieser Flöte könnt ihr uns im Weltenmodus herbeirufen. Willst du auf ihr spielen, drücke die P-Taste, Kubo. Gute Reise, Kubo. Vielen Dank. Kubo-Bobo. Tschüss, tschüss. Ein Feind? Wo? Wo ist er?
Die anderen sind schon weg, Kubo. Prinzessin, so warte doch. Ah, schön. So, Grundsteuerung. X-Gebäude betreten, in Fahrzeuge einsteigen, B, Mogri rufen. 1, Karte aufrufen, G und H, Kamerasteuerung, F, Kamera fixieren, J, Perspektive wechseln. So, B, Kontinent des Nebels. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir haben wieder erfolgreich einen Part geschafft. Wir sind aus dem verwunschenen Wald draußen. Leider alles versteinert, da geht es nicht hinein. Leider Gottes mit Plank inklusive versteinert, den wir hoffentlich bald mal wieder befreien können. So, dann gehen wir mal unseren Mogu rufen. Mogriu. Und gehen wir mal speichern. Bam, bam, bam. Bararam. Bam, 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 bam. Dann nehmen wir das hier. Denn wir beenden den Part jetzt. Perfekt. Jetzt haben wir schon Garnettchen dabei. Sehr schön. Fierti. Und somit, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.